Natürlich, man geht verschiedene Wege, aber auch falsche. Ich würde das bezeichnen als Labyrinth. Ich habe hier in Lusławice auch ein Labyrinth. Da gehen wir geplant, aber nicht rein. Es sei denn, wir haben einen aber Tracker. Aber so groß, so. Dass man, also ich, wenn ich dann gehe, ich bin nicht imstande, den Weg zu finden. Aber das irgendwie, Labyrinth ist eine Faszination für mich. Aber so ein Stück zu schreiben, und genau. Wenn es auch für ein größeres Werk ist, aber auch für eine Geige. Das ist ein Labyrinth, den man geht. Ja, wie La Folia. La Folia kommt mir immer vor wie ein Labyrinth. Ich beginne es und ich versuche so die Ausmaße und die Architektur im Blick zu behalten, aber es hat etwas Labyrinthhaftes. Ja, weil man weil man muss dann die Wege gehen nach vorne, aber dann zurück und dann abweichen, ja. Und das ist genau, wenn man... Aber man muss am Ende rausfinden. Ja.